wirklich gut mit dem Shadow Empire. Deswegen spiele ich jetzt einfach mal wieder Rogue Legacy. Auch aus dem Grund, dass es in einem halben Monat oder Monat der zweite Teil rauskommt. Dachte ich mir, gucke ich einfach mal jetzt hier in den alten rein. Allerdings war ich sehr positiv überrascht davon, dass es weiterentwickelt wurde und auch noch ein Mod gibt, der das ganze Spiel gut voranbringt, contentmäßig. Das Einzige, was mich gerade ein wenig stört, ist der weiße Rahmen da oben. Deswegen bastle ich noch kurz den weg. Den habe ich vorher übersehen. So, seid ihr noch da? Bildschirm weg. Game Capture. Random zweiter Stream oder hat mein Twitch den anderen einfach nicht geladen? Random zweiter Stream. Also ich hatte schon einen Stream gemacht mit Shadow Empire, allerdings lief der nur eine halbe Stunde. Danach wurde das Spiel quasi abgehakt. Deswegen mache ich jetzt nochmal weiter. Aber irgendwie kriege ich gerade das Bild nicht so wirklich gut hin. Oben ist immer noch Rahmen, ne? Okay. Also, weiter. Wie gesagt, ist jetzt ein Mod installiert, der noch mehrere Bosse hinzufügen sollte und noch neue Klassen und all sowas. Da dachte ich mal, können wir aber ein, zwei Runden spielen, so zum Warmwerden. Auch wenn ich noch was ändern muss. Das ist zu laut. Das sollte okay sein. Für diejenigen, die Rogue Legacy nicht kennen, ist es ein super Spiel. Also es ist Roguelike im entferntesten Sinne. Naja, wobei. Es ist eher Roguelike als andere Spiele. Wir spielen den kleinen Ritter hier. Und wenn er stirbt, spielen wir irgendeinen seiner Nachkommen. Wir laufen rum, wir sammeln Gold ein. Es gibt ein paar Upgrades. Ah, das habe ich ganz vergessen. Und es ist halt einfach nur ein Plattformer, wo die Leben begrenzt sind. Aber man hat so ein bisschen was davon, wenn man gut vorankommt. Also der nächste Held hat es einen Ticken einfacher, weil man halt gewisse Upgrades freikaufen kann, freischalten kann und dergleichen. Aber ich glaube, jetzt müssen wir zwangsweise sterben, weil es das Tutorial ist. So, ich sehe leider nirgendwo. Ah, ich glaube, die Sachen da rechts, die Schriftrollen, die sind neu und deuten dann an, dass wir das Ganze jetzt gerade gemoddet spielen. X, 0, W, 0, 0, S, 0 Gold. Tief, tief gemoddet. Okay. Gua. Das ist ein Teleporter. View Map. Die Fähigkeit mit den. Oh. Die Fähigkeit mit den Dolchen. Welche Tasse bist du? Ah, okay, die Taste. Ich habe nämlich absolut keinen Plan, was alle Sachen gemacht haben. Also ich denke nicht, dass wir gleich den ersten Boss schaffen werden, aber ja. 6 HP habe ich noch. Das ist wenig. Es gab Haxen, die rumliegen. Für HP. Aber ich weiß nicht, was er zwingen konnte. Also irgendwie. Ne? Hab ich jetzt bekommen. Dich vielleicht noch machen? Ist die Musik für euch noch zu laut? Oder geht das so? Das ist ein Falloahai. Kein ehrenhaftes Duell. Ah. 3S2G. Was heißt das da unten? Da ist eine Achse. Das ging gerade mal gut. Ja, also Gold ist oben links beim Level. Ah, ich finde die Musik etwas zu laut. Okay. Dann gehen wir da nochmal runter.
Also. Achso, alles Zyklumpaunes könnten irgendwo Haxen in Kronleuchtern und versteckt sein. Doppelsprung gab es, glaube ich, später, habe ich aber noch nicht. Also in den meisten Plattformen gibt es Doppelsprung. Oh, du hast das Secret, oder? Also seht ihr das? Das Dunkle da? Ich habe aber keinen Mana mehr für irgendwelche Wurfdinger. Oh, take no damage. Ja, nee. Und so stirbt Surly. Hat aber gut was gekillt für den First Try. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen ihm hier. Low Stats, aber hohe Crit Chance. Hat Capolalia. Das ist der Fluchtvieh, keine Ahnung. Hat Höhenangst und wirft eine Axt. Nee. Oh, das ist der einzige mit einer Sonderfähigkeit. Achso. Wir können nur hier. Wow, hi. Hi, Lady Fay. Glatzköpfige Riesentank mit Chakrams. Go. Smithy. Unlock Smithy. Mhm. HP. Was haben wir da unten noch? Mehr MP. Turn your knights, also ist die Klasse, die man auswählen konnte, into paladins, ferocious. 75 Mal? Ging das vorher auch so hoch? Nee, ne? Glaub nicht. Ich habe Paladin jetzt einfach geholt, damit wir hier nach oben hin weitergehen bei der Burg. Erhöht deine Traglast, damit wir bessere Rüstung tragen können. Enchantress. Alles her damit. Enchantress kann deinen Körper verstärken mit magischen Runen, die dich besser, schneller, jumpier machen. Finde Runen, um ihr Repertoire zu erhöhen. Kann das Schloss Lockdown, damit sie nicht verändern? Achso, damit die Räume nicht bei jedem Try neu ausgehen. Hm. Oh, nicht genug Gold. Okay. Jetzt habe ich gerade alles ausgegeben. Nö. Wir gehen einfach nur rein, sammeln ein bisschen Gold. Gut ist. Hi. Ja, yeah, wir hatten nur 10 Goldmünzen, müssen zu dreckig klacken. Was ist mit... Oh Gott. Das ist ein arschiger Anfang. So rum ist besser zu springen, ne? Das von dem mal runterspringen. Und, wo bist du denn da? Für Secret? Ich sehe nichts. Also ich weiß nicht, wie lange ich jetzt machen werde. Ich wollte einfach nur kurz ein bisschen was spielen, wo ich auf jeden Fall weiß, dass es Spaß macht. Und wo man zwischendurch eine Runde so reingucken kann, ohne gleich 10.000 Handbücher lesen zu müssen. Was
ich ganz gerne sehen würde, wäre der erste Boss. Einfach um zu gucken, wie der Mod das verändert hat. Auch wenn ich das schon so lange gespielt habe, dass ich keine Ahnung habe, was jetzt Vanilla ist und was verändert wurde. Das probiere ich gar nicht, lieber erst da unten. Nein. Blood Chestplate Blueprint found. Oh, die Zahl unten hat sich verändert. 1W2S2G. Vorher waren es 3S. Heißt das vielleicht, dass auf dieser Karte so und so viel von den Sachen sind? So als Indikator davon, wie viel man noch erforschen sollte? Na, hier ist wieder 0W0S. Zerstörbare Sachen vielleicht? Also 1, 2, 2. 1, 2, 2. Oder ein westlicher Ausgang? Nein. Hier bleibt es auch wieder gleich. Na gut, bleibt halt Mysterium. Fähigkeit noch gar nicht benutzt, ne? Ganz vergessen. Wobei sowas wie die Axt oder dergleichen praktischer ist. Weil damit konnte man, glaube ich, durch Wände durchschießen. Pray for assistance. Okay. Charons Obol gefunden. War es extra Licht? Du bist. Du bist nicht, was ich erwartet hätte. Und vorbei. Ein Schritt in die Hölle. Und das war's. Was haben wir jetzt? Dolche Sense. Must clear house. Break stuff to restore MP. Das ist gut. Kein Fußpuls. Ne, ich nehme die dann. So, 290. Wir hätten gerne mehr Schaden. Für das andere reicht das Gold nicht, ne? Ne. Bla 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 bla. 250. Ja, ist alles teuer. Okay, vielleicht das nächste Gold nicht unbedingt ausgeben für das Schloss aufstufen, sondern lieber hier für Equipment. Sprintrune. Lauter verschiedene Runen, die aber auch alle Kohle kosten. Nö. Und du darfst auf keinen Fall das festmachen. Das letzte Mal war echt arschig. Kein Fußpuls ist gut. Oder das war Fallimmunität? Oh, das weiß ich gar nicht. Für mich hört es sich an, als wenn man irgendwie nicht so wirklich gute Kontrolle über seine Füße hätte. Vorsichtiger spielen. Sagt er und stirbt gleich. Ne, die Sachen oben lasse ich lieber so. Bullet Hay! Jungs, das ist das erste Level.
war das wohl auch schon so krass. Oh, keine Ahnung. Du bist ein normales Bild, okay. Komm schon. Mindestens alle den ersten Boss. Das kriege ich hin. Hi, du machst irgendwas Böses, oder? Ja, machst du. Einfach das Stimme. Geh einfach nur weg. Kann er uns so nichts tun. So, drückst du wieder in die Hölle. Ich habe viel zu wenig AP. Take no damage. Nein. Lady Priscilla. Sehr talentiert, sehr flexibel. Keine periphere Sicht. Alles ist verschwommen. Ne, nehmen wir sie. Stufen das Schloss jetzt nicht auf. Und wir haben eh nur 100 Gold, dafür müssen wir sie nicht kaufen. So, bitte leichter ran. So, Konzentration. Alles ist definitiv gemoddet. Der Schwierigkeitsgrad hier in der ersten Etage. Das habe ich nicht so. Oh. Krasse Erinnerung. Du hast komische Fähigkeiten. Das sollte eigentlich ein Dolch sein. Ist jetzt wohl random, welche Fähigkeit da kommt, was doof ist. Wir kriegen aber 1 HP pro Kill. Nicht die Welt, aber wenn man etwas besseres... Defeat all enemies. Auswendig weiß, wie viel HP die haben, sind wie viele Schläge sie aushalten. Dann geht das sogar einigermaßen. Ja, nice. Bounty-Rune, Bracer. Ich glaube, das sorgt dafür, dass wir, wenn wir noch Gegner killen, extra Geld bekommen. Müssen wir beim nächsten Leben dann bei der Zauberin testen. Müssen wir nur schnell durchlaufen, richtig? Jo. Also nur. Weg aus diesem Höllenlevel. Vielleicht soll ich doch in mehr HP investieren. Also falls ihr auch wieder in Rogue Legacy reingucken wollt, vielleicht erstmal Vanilla spielen. Das ist ein Wunder, dass ich das gerade überlebt habe. HP. Gold sieht okay aus für diesen Run. Weg. So, nicht das Porträt unten triggern. Das ist mir zu gefährlich hier. Da hast du die andere Seite davon. Okay, dann oben links.
Take no damage. Das kann ich gar nicht schaffen, ne? Da brauche ich schon mal diese Doppelsprung-Dash-Pluppdiwupp-Geschichte, die ich noch nicht habe. Also so das gar nicht erst. So, hier ist was weggesperrt. Ah, reingelaufen. Hier, kein Fußpuls, das können wir jetzt testen. Und ein Abendhaarspekt. Also wir haben 83 Gold. Die nehme ich jetzt aber... Nehme die jetzt mit zum Schmied. Ja, ich nehme jetzt zum Schmied. Komm, Zeit für die Rüstung. Und Waffen und überhaupt. Damage minus 7. Plus 7. Hat die jetzt jeder meiner Helden? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Also ich hoffe, das bleibt jetzt bei. Ach, guck mal einfach. Ich finde das raus und ihr werdet töten und sterben. Wie sie das gehört. Reicht da noch nicht für einen Schlag, wenn ich. Mist. Bildern. Den war es, glaube ich, auch vorher schon ein Schlag. Oh, Feuer mal. Das Flugmodell ist klar. Eins, zwei. Aber auch noch zwei. Ich denke, das nächste Mal stufe ich beim. Nicht beim Schmied, sondern bei der Burg auf den Angriffsschaden. Das sollte ja mit dem Schwert dann stacken. Und dann haben wir vielleicht genug, um die Gegner hier zu one-hitten. Wird eigentlich ab und an noch über den Gerogon aus der Vergangenheit oder über den Gerozumpf gesprochen oder gibt es die beiden nicht mehr? Da spreche ich eigentlich fast jede Folge in fast jedem Projekt von. Ich weiß nicht ganz, was du meinst. Nein, doofen Knochen kommen durch die Wände durch. Oh, das können die jetzt auch. Hier, guck mal. Ich sag ja, die Äxte sind super. Zielsuchende Raketen. Für das Cape. Was auch immer das macht. Kein Springen. Ah, Dashen. Aber ich, Und ja, kein Fußpuls triggert keine Fallen. Du standest gerade auf dem Boden. Oh. Hab ich gar nicht drauf geachtet. Okay, das ist was sehr Gutes. Es waren zwei Schläge und die Axt machen nicht wirklich Schaden. Nee, es sind auch so drei Schläge bei den Bildern jetzt. Ja,
Oh, sowas ist toll. Wenn man den die Schienbeine weghauen kann. Das heißt, ich kann jetzt. Ja, das ist super. Besser. Boah, 790 Gold. Das ist ein super Run. Und schön viele Upgrades holen. Das ist nicht normal, ist das nicht. Ja, nee. Ah, ist dann schön für die Gegner. Moment mal. Verkehrt rum? Dann sind die ganzen Karten verkehrt rum, richtig? Spaßhalber mal testen. Und ich hätte gerne dich aufgestuft. Dich aufgestuft. Und die 195 nehmen. Ha, scheiße. Ja, natürlich. Ich hätte gern dich aufgestuft. Und ich würde gern. Nein. Tormenta? Nein, ich will nicht Tormenta. Ich würde gern Selbstmord begehen. Darf ich bitte Selbstmord begehen? Okay, das wählen wir nie wieder aus. Ich dachte, die ganze Karte wird nur gedreht. Also, dass denn das optisch so aussieht wie hier, man ist trotzdem unten auf dem Boden. So, wir haben jetzt keinen Fußpuls mehr. Einfach, oh, ups. Nicht klar. Geh weg da. Zuckt auch noch. Weg. Ich muss nur irgendwie an 180 oder so Gold kommen, damit ich mir wenigstens ein Upgrade kaufen kann. Dann ist das hier ein Sieg irgendwie. Aber das wird schwer. Und was ist das blaue Zeug eigentlich jedes Mal? Super, da haben wir eine Ham. Ja, confirm. Hermes Boots? Radex sagt, das ist Mana-Regeneration. Das ist eines seiner Traits. Ah, okay. Habe ich jetzt 140, ne? Mist. Aha. Ah, so muss es ganz langsam geht's. Ist auch noch freaky, aber es geht. Wir können uns wenigstens schon ein Upgrade nach diesem Leben holen. Das ist. War sie Bosse? Die Bosse? Viel zu viel AP. Ja, nee, das schaffe ich nicht. Sandboss ich auch. Oh, zwei. Ja, tot. Nie wieder. Nie wieder. Du hast Probleme, Dinge zu lesen. Du machst gerne Sachen kaputt. Das klingt toll. So, 210. Ah, Magic Damage up. Upgrade Mage. Upgrade Barbarian. Kostet viel zu viel.
Nö, einfach nur ein bisschen AP. Und nächster Run, nachdem hier vielleicht die... ich glaube, den Helm haben wir bisher aufgerufen, das Schwert. Die Rüstung selber ist noch nicht golden. Okay. Nein, ich wollte das gar nicht lesen. Und Spoiler Alert, das war unser Vorfahrer, der ihn umgebracht hat. Jetzt hat man auch gleich im Tutorial schon gesehen. Deswegen ist es eigentlich gar nicht das Spoiler Alert müssen. Aber ich weiß nicht, warum der Vorfahrer das gemacht hat, den König umgebracht. Ich glaube, das wurde erklärt, zum Beispiel durchgespielt hat. Was wir auch schon haben, ne? Weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall den Stream hier hinten an die Playlist von Rogue Legacy mit ranhängen. Und dann gucken wir mal, wann die Buche das weiterspielen. Also es scheint auf jeden Fall langlebiger zu sein als damals, als wir es jetzt played haben. Also allein schon die 75 Upgrades, was HP angeht, das muss gemordet sein. Das kann nicht anders sein. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass wir so viel upgraden konnten. So, ich habe die Sensen, das ist leider nicht die Axt. Warum kann ich auf die Bücherregale nicht rauf? Das ist auch wieder ein Modifikator. Oder dürfen Barbaren sich nicht auf Bücherregale stellen? Das ist eine Diskriminierung. MP Increase plus 5. Permanent immer für alle? Das glaube ich nicht. Das wäre zu gut. Das wäre quasi dann so ein Turm-Upgrade für Lau. Schießen durch die Band, schießen in Magier. Döns und viel zu viele von euch. Habe ich die schon zweimal getroffen? 10 HP. Okay. Aber 480 Gold, das hier werde ich nicht warm. Da auch nicht. Sanbo meint, doch waren eigentlich schon immer so viele Updates. Echt? Okay, krass. Aber ich spiele schon jetzt die gemoddete Version, oder? Aber im Start muss ich extra auswählen, ob ich das normale spielen will oder das gemoddete. Ja, dafür habe ich es halt echt zu lange nicht mehr gespielt. So, Lady Priscilla. Du bist sehr blitzableitend. So, 490. Ich wollte die Rüstung aufschließen. Die jetzt 10 Goldmünzen mehr braucht. Arsch. Na gut. Dash. Was macht denn die Mod? Achso, ich kann gerade nicht. Ja, ich habe das Keyboard aufgestöpselt, um das Ding reinzumachen. Es soll mehrere Bosse hinzufügen, das Balancing anpassen. Ich glaube, neue Gegnerarten auch einfügen. Also schon recht viel. Aber mir fehlt halt sowas, dass ich sofort sehe, dass es gemordet ist, weißt du? Dass der Titelbildschirm irgendwie anders aussieht, aus in die Richtung. Und
das da unten mit dem 0W, 0S, 0G, das sieht auch gemoddelt aus. Also hatten wir zumindest damals in das Pfennig. Glaube ich. Das hier ist die Crit-Schar, den mag ich eigentlich gar nicht. Hält viel zu wenig aus. Und mit Crits arbeiten ist immer so eine Sache. Kann der auch weiter springen? Das auf jeden Fall wieder auf die Tische rauf. Level 16 Infernight. Ging sowas früher? Also war nicht besonders stark. Level 5 Doom war's. Also der rote dabei gerade 11 Level höher als die hier. Dash wollte ich ausprobieren, richtig. Auch für diese Du darfst nicht springen Challenge und ähnliches. Also einfach immer unteres R. Mehr Schaden, der Char hier. Nicht nur kritisch. Nee. Nicht Fallen und Bilder und alles andere auch. Schlechtesten Moment. Keine Mana mehr. Da, Nighthelm. Das müsste der Tier 3 Helm sein. Wir haben jetzt gerade Tier 2. Ich lasse den einfach da stehen. Der war doch schon tot, aber mein Schwert schon dran. Ja, nicht noch im Papan. Papan ist besser. Walking Tank. Keine so tolle Fähigkeit, was egal. Und 980 Gold. Dann. Haben wir jetzt 500 über und 500 kostet die T2-Rüstung. Mit Vampirismus plus 1. Das heißt, wir sollten pro Kill noch ein mehr HP bekommen. Das ist aber nicht die T2-Rüstung, das ist irgendwas anderes. Ja, das ist ein guter Sprung nach vorne, glaube ich. Ne, den Rest von euch will ich gar nicht ansprechen. Ich will rein töten. Reh, sagt Mirascha. Ja, Reh. Ich nach dem Shadow Empire Stream ging es mir ganz komisch und ich wusste nicht, was ich machen sollte und hab dann überlegt, mir Deathwing zu kaufen auf Steam und dazu vielleicht ein Let's Play anzufangen, aber das wäre wahrscheinlich zu actionlastig und dann kommt man gar nicht zum Reden und dann
wurde ich allgemein recht grumpig und Depri und überhaupt. Auch weil momentan das mit den Zuschauern nicht so gut läuft, was die Zahlen angeht und dem Heuschnupfen und all so. Und dann dachte ich mir, okay, komm, spiel einfach irgendwas, was dir Spaß macht. Und dann kam ich auf Replacing. Deswegen ist ja. So bin ich hier. Mit der neuesten, nicht der neuesten Version, doch der neuesten Version. Man kann die Version ja auch ändern bei Steam. Und die Mod, die ich jetzt spiele, da gibt es eine mit einer älteren Version von Rogue Legacy und eine mit einer neueren Version. Das ist jetzt die neuere Version. Anscheinend, weil es halt gemoddet ist, wurde denn der Let's Play-Channel nicht übernommen. Oder müsste ja eigentlich noch in der Cloud sein, der Speicherstand von dem Let's Play. Hibbelig. Okay, nächstes Mal keine Jukebox anfassen. Das sieht mir zu gefährlich aus. Ach, wir haben gar nicht die Brustplatte erhöht, sondern nur den, boah, Alter! Nur den Umhang. Ja, warte mal ganz kurz. Steam. Die müsste ich für rausgehen, ne? Stopp. Bildschirm an. So, wir sind Beta, keine Beta. Play. Und ich schalte jetzt mal das ganz normale. Und guck, ob dann unten dieses 2W4S. Wow, bist laut. Ja, das ist bekannt. Also erstmal ist der Speicherstand vom Let's Play trotzdem nicht da. Obwohl es eigentlich eine Cloud sein müsste. Skip Tutorial. Aber mal durchlaufen. Nee, also unten dieses 2WS-Dings ist weg. Das heißt, wir spielen definitiv mit dem Mod. Um jetzt mal rauszufinden, was das Ding genau macht. Lament of Source. Macht 4 neue Bosse wurden zum Spiel hinzugefügt. 3 neue Remix-Bosse wurden hinzugefügt. 3 neue Gegner wurden hinzugefügt. Alle Gebiete sind größer. Und New Game Plus Progress skaliert exponentiell. Anstelle von linear. Also wird krass schnell schwieriger. Ja, gut. Also einfach spielen hier, Lament of Source. Also das passt. So, und jetzt wieder Bildschirm weg. Und das transformieren zum Bildschirmrand strecken. Das gehört so. Okay. Kein Knockback ist doof. Ein Mini-Barbar. Ja komm, spielen wir Mini-Barbar. Mit 520 Gold. Und
stecke ich lieber hier zu dem Barbaren-Upgrade. Barbaren zu Barbaren-Königin. Fusrodus. Das andere hätte einen Copywriter. Learn the secret shouts of the beers and shout at things until they explode. Putzig. 350. Ja, das ist viel zu teuer. Ne. Whee. Das ist echt super klein. Aber das ist eigentlich ein Vorteil, weil dann die Projektile eigentlich so leicht treffen können. Und man kann anscheinend trotzdem noch so hoch springen wie vorher. Oder man lässt sie eher von einem treffen, das ist auch gleich vorbei. Oh, ich könnte jetzt vielleicht durch diese komischen, dunkleren Felder durchgehen. Wenn wir davon noch mal sehen. Das Dash nicht verpassen. Na, welches von euch Bildern ist fake? Du auch? Du auch. Gut, 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 gut. Gut. Leider nicht dieses. Oh, defeat all enemies. Ja, da bräuchte man die Axt für. Ja, also nix. Oh boy. Den einen töten. Hey! Okay. Bluthelm. Aber das war kein Boss, ne? Das war kein Boss. So ein Mini-Zwischending. Das Bild, welches wackelt, sobald du dich näherst, ist fake. Ja, das Problem ist, manchmal kann ich nicht wirklich kontrollieren, wie schnell ich mich einem Bild näher, weil ich da schnell vorbei muss und dann, ja. Wie hier zum Beispiel. Gib mir eine Haxe. Noch eine, das reicht nicht. Wobei ein Feuer und Eismagier? Okay. Ein Treffer würde ich jetzt aushalten. Von den meisten Gegnern. Und vom großen wird er vielleicht nicht, aber. Sowas halt. Wegen den Minibossen. Oh, das. Nee, das ist nicht die Axt. Das sind alles diese anderen doofen Dinger. Barbarian Shout. Shinobi. Nee, ich hätte gern mehr Krams. So, wie schaute ich jetzt?
Ah. Also mit Y müsste es sein. Hat aber richtig gut MP verbraucht. Das ist quasi die Bombe, die den ganzen Screen cleared. Eine sehr schöne Fähigkeit, wenn man sie nicht halt unnötig verbraucht hätte. Alt werde ich aber hier bei keinem. Was aber auch dem Sinn des Ganzen entspricht. Ne? Was haben wir hier Schickes? Da wäre wieder so ein kleines Ding gewesen, wo ich kann, das Schwarze da. HP. Sie noch irgendwo, oder? Ja. Hallo, Tabok. Und du hast gar nicht so viel verpasst. Autsch. Weil ja, ich habe 20:30 angefangen, aber ich habe 21 Uhr schon wieder aufgehört. Weil Shadow Empire nicht so wirklich geklappt hat. Und jetzt vor... Oh. Ja, doch schon vor fast einer Stunde wieder angefangen. Aber ich habe nicht durchgehend gespielt. Da ist die Axt. Irgendwelche Nachteile? Nö. Die... Habe ich nicht equipped, die habe ich nur freigeschalten. Ach so, kann ich jetzt das rausnehmen und dafür die anziehen? Ja, ich muss also unbedingt Gewicht demnächst aufstufen. Und den restlichen Gold. Hol ich mit Double Jump. Und... Das war schon. Jo, das hier ist gerade weg. Das sollte um einiges tankiger sein mit der Rüstung hier.